Hallo, herzlich willkommen YouTube bei Augenkommander Krieger. Ich reagiere auf Satter Hugo. Ich weiß nicht, ob ich dich dann noch liebe. Ein sehr, sehr harter Titel. Wenn man den Titel nur hört, ich weiß nicht, ob ich dich dann noch liebe, könnte auch Matthias Reim sein. Aber wir gehen mal rein. Leute, ich hab Hunger. Aber so schlecht in den Herzen zu doyen. Ja, mal. Leute, ich hab Hunger. Aber so schlecht in den Herzen zu doyen. Ah, wie geil ist das denn? So schlecht stellen jetzt sind sie doch gar nicht. Ey, das kann nicht sein. Mich Omi gerade einfach hops genommen. Eine letzte Frage. Wann wird denn Hubert jetzt legal? Der Karl Lauterbach arbeitet dran. Okay. Volle Unterstützung. Was läuft, willkommen zum nächsten Video. Marsch, es gibt eine Sache, die du noch nicht weißt. Wieder und ich haben uns dafür entschieden, dass wir uns zusammen den Edgar morgen machen. Was macht denn bitte Hugo im Hintergrund, der Schmächtige? Es gibt eine Sache, die du noch nicht weißt. Wieder und ich haben uns dafür. Achtet mal auf den schmächtigen Hugo. Entschieden, dass wir uns zusammen den Edgar morgen machen. Ich weiß nicht, ob ich dich dann noch liebe. Wow. Ey, du hast mich mit dem Eierkopf und der Oma-Brille geliebt. Ah. Und mit den roten Haaren und ja, dem weißen Schnauzer. Das ist schon hier. Das ist schon so. Wie heißt die Stadt in Sachsen? Ja, wie heißt die Stadt? Wie heißt die Stadt in Sachsen nochmal? Mann, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Let's go! So, das ist ein ganz großer Chunk Haare an. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Geisteskrank, das ist wie dieser eine blonde Junge aus diesem Meme. Ich freue mich schon, das hier bei Hungriger Hugo zu sehen mit 19 Jason Derulo Songs drunter. Digga, hinten ist ultra krank. What the fuck? Es sieht aus, als hätte ich einen Helm auf. Ich sag ehrlich, von allen Goofy-Frisuren, die ich bis jetzt hatte, gab's auf jeden Fall schlimmere. Das ist besser als der Buzzcut. 100%ig. Safe. Alter, wie sieht ein Rumatra aus da? Frisuren, die ich bis jetzt hatte, das ist besser als der Buzzcut. Boah, wisst ihr, was ich bei Rumatra feiern würde? So ein Fokuhila wie Jan Lange. 100%ig. Ohne Scheiß, ich habe so lange meine Haare wachsen lassen. Digga, ich war gestern beim Friseur. Ich dachte mir so, ey, guck mal. Ich war eigentlich wirklich relativ zufrieden mit meinen Haaren. Ich lehne mich zurück, mach's mir bequem. Digga, ich mach die Augen auf. Was ist das? Digga, ich sehe aus wie ein hart gekochtes Ei. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, das ist halt eine First Message in diesem Chat. Kannst du mal bitte dein Headset absetzen? Ach du Kacke, was ist passiert? Mann, die Frisur sieht überdope aus. Digga. Ich habe ihn, mein Zipfel, ne? Jeder hat so sein Leid. Egal, was er als nachher hat, es kann nicht beschissener sein als das davor. Er hat schon eine Haartransplantation in Istanbul hinter sich, aber die haben ihm aus Versehen Sackhaarwurzeln transplantiert. Das ist der einzige Grund, den ich mir erklären kann, warum das so aussieht bei ihm. Ja, lustig und so. Jungs, wann hört dieses ganze Haarthema auf? Hast du das schon gesehen? Deswegen, ohne Scheiß, ich kann echt verstehen, wenn Leute eine Haartransplantation machen. Ne? Ich kann echt verstehen, wenn Leute eine Haartransplantation machen. Das ist echt grausam. Ey. Was mit seinen Haaren? Digga, jetzt doch! Jetzt sind die doch gut, oder nicht? Irgendwie sehe ich gerade auch die Zavix. Zavix hat ja so eine Hairline. Oder damals sah ich krass aus. Was ist nur aus mir geworden? Ich hab gerade das Bild gesehen und dann meine Facecam. Holy shit, okay, ich finde das crazy. Boah, also das Seite, Bart und so ist ja überwild, Alter. Ja, Mann, das ist crazy. Also wenn der Bart, ich muss mal eben meine Kamera hier mal eben kurz wegmachen, wenn der Bart jetzt noch so eine, ich nenne es liebevoll auch Aslak-Kante, das ist hier so eine richtige Aslak-Kante, das finde ich immer, wenn du so eine richtig harte Kontur hast, boah, mag ich gar nicht. Das ist so die Aslak-Kante. Da finde ich das auf jeden Fall angenehmer. Aber dafür muss ja auch ein bisschen in die Sonne gehen. Harald Glückler Bart. Und wie ist? Oh mein Gott, Schatze, werden geil. Also... Was? Ganz viel Sex haben. Und wie ist? Der könnte auch bei New Kids so mitmachen, oder?
ganz viel Sex haben kann. Ganz kurz. Bruder, hat Trimax aus Heaven's White reagiert und dabei Clash of Clans gespielt? Macht er immer? Na, das ist crazy. Digga, ich glaube, ich mache jetzt was richtig Krasses. Ich bringe meinen Stream auf eine neue Ebene. Wie oft hast du an Clash of Clans gedacht? Sehr oft. Also jetzt mal kein Witz. Ich mache das immer so als Witz, aber es hat mir wirklich Motivation gegeben, weil ich wusste, alle meine Arbeiter und das Labor ist 14 Tage beschäftigt. Egal, was ich da draußen mache in der Wildnis, egal, ob ich Essen habe oder nicht, alle 6 Arbeiter liefen und sind beschäftigt. Das hat mir wirklich Motivation gegeben. Echt jetzt? Entschieden mit dem Shelterhead. Bro, der Schild ist overhated, Bro! Es sieht auch nicht aus wie die verfickte Goldmine aus Clash of Clans. Stimmt, die ist sogar noch besser. Ja, das ist geil. Ich finde direkt jedes Video besser, wenn ich noch so ein Clash of Clans Overlay drin habe. Ich spiele auch immer so im Gym Clash of Clans. Da steht, oh, deine Armee ist bereit. Zwischen den Sätzen nur 60 Sekunden, kannst perfekt angreifen. Ich glaube, ohne Trimax wäre Clash of Clans pleite, oder? Ich glaube, der junge Mann ist der Grund, warum die überhaupt noch leben. Es sind aber überall Spiegel und die Leute sehen mich auch und erkennen mich auch einige beim Sport so. Ich stelle mich so extra so mit dem Rücken dahin, dass mich keiner sehen kann, aber es sind halt überall Spiegel und dann sehen die mich halt, dass ich beim Sport Clash of Clans spiele. Erster Versuch des Tages. Ja! Ach Digga, was? Ich hab echt ein Gefühl dafür. Ich weiß genau, was klappt und was nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Der Großteil der Community bei Clash of Clans ist aus China. Okay. 5, 6, 7, 14, 15. Digga, dafür zahlst du im Großhandel 25 Euro. Sind die dumm? Haben die wirklich 5 Stück? Boah. Ich hab mir gedacht, als Angelset könntest du einfach so benutzen. Das benutze ich in der Türkei meist so ein Netz. Das wirfst du einfach ins Wasser, die Fische sehen das nicht und verfangen sich dann darin. Ich denke, das könnte dir nützlich sein. Aktueller Fischcount. 8 und 3. Ich gebe offen und ehrlich zu, ich habe das Video gesehen. Ich habe gesehen, wie Knossi das in seinem Pool trainiert hat. Und ich habe gesagt, das wird niemals was. Gebe ich offen und ehrlich zu. Respekt, dass die doch da aus dem Dümpel die Scheiße gezogen haben. 30. 38 Fische! Guck dir das mal. Das ist der Baum, den wir gestern abgesägt haben. Ist hier runtergefallen. Ja, es verstopft der Fluss. Da muss Monte mal ran und die ganzen Äste mal rausmachen, damit der Bach wieder schön fließen kann. So, ich bin jetzt hier mal wieder oldschool am Ilsebach spazieren hier in Buxtehude. Hab heute noch ein bisschen Verstärkung für Kylo und noch 2 andere Hunde. Aber ich verstehe nicht, wie die Leute mit einem guten Gewissen hier vorbeigehen können, ohne mal ein bisschen den Stau zu beheben. Guck mal, wie das aussieht, Digga. Ja, Digga, also bin ich der Einzige, den das befriedigt, Mann? Staudamm hin oder her, das Wasser muss fließen. Mission erfüllt. Was machen wir heute? Ja, lass einfach lachen, wenn die eingeladen werden. Was machen wir heute? Keine Ahnung, lass uns Spaß haben. Könnten uns ein Seil bauen, oder könnten Seilspringen machen, könnten Verstecken oder Fang spielen, juhu. Ich geh jetzt zurück zu Roman. Was? Die haben die krasseste Szene überhaupt rausgeschnitten, ich weiß nicht warum. Ich bin gerade sprachlos. Hinter mir war auch so eine Bucht wie hier. Das war eine gigantische Höhle und in dieser Höhle war ein Fels, der aus dem Wasser geschaut hat, wie in so einem scheiß Disney-Film. Und auf diesem Fels lag eine Robbe und ich konnte übertrieben dicht an sie rangehen und sie hat mich angeguckt. Wieso zum schneiden die krasseste Szene nicht rein? Hast du vielleicht im Umgang mit der Robbe was falsch gemacht, was sie nicht zeigen wollten? Naja, ich wollte halt, dass die Robbe sich bewegt für die Aufnahme und da habe ich so einen riesen Felsen von oben die ganze Zeit auf die Robbe geworfen, bis sie dann ins Wasser gesprungen ist. Das waren so riesen 20 Kilo Felsen, habe ich da vollautomatisch auf die Robbe und meinen Speer hinterher und alles. Das Ja, aber es ist wirklich scheiße, ne? Du weißt halt, das hast du erlebt und dann ist die Szene nicht drin, wo ich die ganze Zeit drauf freust, wo du denkst, geil, ich habe die aufgenommen und dann sowas. Die Säge. Wenn das hier alles im Uncut kommt, raste ich aus, ne? Ich schnitz da nur für den Content 7 Stunden so einen Speer, obwohl gar nichts mehr geht und dann sieht man den noch nicht mal. Digga, ist das krass. Ach, so. Mach ich mit, ist der Bruder, gehe ich direkt rüber? Nee, du musst also die zwei halt mitnehmen. Ja, jetzt musst du dir. Du machst hier mit. Nein. Du Kopf, du musst das. Er schafft's nicht. Also. Ja, ich muss ihn erklären, Bro, für Turnier. Da muss ich jetzt durch. Unmöglich. Muss sie. Mann, dieser kleine das gibt mir die ganze Zeit Sachen. Ich hätte es schafft, dieser Donner HD, Bruder. Was ist. Bro! Chill! Ja. Digga, das ist der. Dem gehört der Server. Der will dir nur helfen. Du musst über die Schlucht da. Das ist so eine Schlucht. Geh drüber. Was ist eine Schlucht? Wie, was ist eine Schlucht? Bruder. Vorsicht, wisst ihr, was eine Schlucht ist? Bruder, Schlucht gibt's auch in Real Life! Was ist Schlucht? Was Schlucht?
Ja, was ist, Bruder? Er sagt Schlucht. Du bist gerade reingefallen in die Schlucht. Er sagt Schlucht, Bruder, sagt Brücke. Was? Aber das ist keine Brücke. Ja, aber sieht aus wie eine Brücke. Bruder, einfach noch dümmer als ich. Hat dein IQ zwischen 130, guck ihn dir an. Ja, mein IQ wäre zwischen 130 und 145, ja, ja. Er ist ein Genie. Er ist begabt, ja, Bruder, diese Seite. Too Much fragt im Chat, warum sind von dir im satten Hugo-Video die unlustigen Stellen rein? Ja, ich weiß es auch nicht. Wenn wirklich so lustige Begegnungen in Amerika mit so vielen coolen Amerikanern. Und was kommt rein? Autos. Oh. Ach so, doch, das Video. Oh. Junge, wie geil. Ja, kein Wunder, dass der so viele Zuschauer hat. Gibt doch richtig Hobby-Car-Spotter oder so, ne? Ich bin aber dankbar, dass wir drin sind. Wir dürfen nicht meckern. Aber deswegen hier für Satter Hugo noch mal ein paar Autos. So, hier haben wir noch ein Auto für Satter Hugo. Spaß, bin wirklich dankbar. Hey, ich zeig kurz ein Auto, damit das bei Satter Hugo landet stattdessen. Reicht ja anscheinend. Spaß, ich bin froh, dass ich wieder drin bin. Ist nur halt immer so witzig, weil die trockenen Sprüche und die lustigen Sachen. Erstmal hallo Wilhelm. Hello. Wilhelm, du sprichst kein Deutsch. What? Der spricht ja nur amerikanisch. Hallo. Hi. Hallo. I'm talking with my toys. Hey. Schon wieder kritisch. Ich brauche dieses Minecraft-Zeug da drin nicht. Minecraft brauche ich nicht. Der Rest war in Ordnung.